ist einfach nur für die Lane, das heißt, keiner stirbt in der Midlane, das ist einfach so eine 0-0-Lane. Und du hoffst einfach, dass die Botlane gewinnt oder dass dein 3 gegen 3 gewinnt. Tristan, Hand aufs Herz, würdest du wollen, dass Riot Games ein Quest-System macht für Teleport zum Beispiel? Weil der Summoner Spell ist ja problematisch und bei Jungle und Support haben sie es über Quests gelöst, über basically das und das Item. Und wie würdest du das Quest-System machen? 50 Minions farmen, eine Platte nehmen, ein Solo-Kill, der zweite Drake-Spawn, was auch immer, du bekommst Teleport. Irgendeine Bedingung. Ja, also das wäre nice. Ich glaube, das wäre auch skilled, weil du dann ja quasi belohnt wirst. Genau. Über Skill, du wirst da wirklich belohnt. Wenn du gut CRst, wenn du gut den Midlaner nimmst und eine Blading bekommst oder Toplaner halt, ich finde sowas wäre geil. Als Item, ich hoffe oder so was? Sehr, dass. Ja, als Item. Riot hat ja experimentiert mit Boots, die Teleport geben. Und das haben sie ja wieder verworfen, die Idee. Aber quasi, wenn du belohnt wirst und das interaktiver gestaltet ist, die wollen ja quasi, dass Landing Phase stattfindet. Aber wenn du halt dein Landing Phase gewonnen hast, solltest du auch irgendwie was machen dürfen im Game, finde ich. Das fand ich auch zum Beispiel eine super geile Änderung bei der Syndra, dass du. Früher hast du ja einfach nur die Belohnung bekommen durch die Level-Ups und jetzt kriegst du ja quasi Stacks durch Combos. Ist vielleicht auch ein bisschen zu broken, aber ist einfach viel, viel geiler, dass du halt belohnt wirst durchs gute Spielen. Aber müsste das nicht ein zusätzlicher Stat sein? Also quasi hier Slot dafür? Weil du kannst ja nicht einfach so ein Item nur für Teleport haben. Warum nicht? Wir haben ein Item nur für Smite. Ja, Jungle, aber das verschwindet. Achso, ja, das verschwindet dann, meinst du? Ja, irgendwie so ein System halt, okay. Ja, wenn das die ganze Zeit so im Inventar bleiben wäre. Also wenn man das Ganze so hätte, das wäre nicht mehr. Einfach so, ein hätte weniger. Aber da habe ich das ganz nicht. Also hier Warriors und Stalker's Blade waren doch auch gute Items. Diese auch ja, gut ja, gab. Solche auf jeden Fall. Wenn das solche Items wären, ja. Solche sagt das nur, damit er dann sagen kann, ey Jungs, ich habe keine Items-Slots für Pink Wards. Ich weiß jetzt schon. Du musst das Doranziel behalten und das Smite 4 Item. Ja, es ist zu gut. Die ist das gleiche ja, Leute, oder nicht? Ja, wir sind sehr verletzt. Ja, würde ich auch sagen. Botlane ist absolut. Aber das ist fein, wir haben das. Das Ding ist, ich finde, auch wenn wir jetzt AD Carries hätten, es würde nichts ändern, außer dass ich so Ezreal die Minions kriegen kann. Aber Varus Ashe, I don't know what to do. Keine Antwort darauf. In meinem Spiel nur genommen. In dem Ken? Dann wird in dem Level auf Berserker Griefs oder so, I don't know. Hat der gerade was angefangen? Weißt du, wer? Also ich hab keine Ahnung. Blue geklaut, also. Oh. Nicht schlecht. Glaubst du, es ist nicht besser, wenn wir irgendwann. Also jetzt können wir nicht mehr All-In, aber. Doch, mit Winter ist es viel leichter zu spielen, aber wir können nie All-In, wenn die Exhaust haben gerade. Aber wir sind 8 Zestbein, das ist not that bad. Also, wir warten quasi auf Maokai, das ganze Game. Und hoffen, dass Gragas das nicht beantwortet. Mach dir keinen Druck, Kev, ne, aber. Ja, ey, du. Oh, ist fucking boring, diese Meta hier unten, bin ich ehrlich. Gragas ist hier. Ich geb jetzt. Hättest vielleicht die Pinien sollen. ich bin Sportzeug gerade. Egal, es könnte jetzt auch Mitte hinter dir kommen gleich. So. Ja. Ich hatte sogar auch letzte Season, kurz vor Ende, fast mehr Erfolg, als ich Support geoffert hatte, also Secondary, als Midlane, weil ich gefühlt irgendwann nur einfach Lux gepickt habe und du kriegst einfach so viel Gold mit dem Support-Item, so bis Minute 15, dass du einfach so overfett, also in Solo natürlich, und dann hast du halt einfach so viel Gold, Majors early schnell bauen und dann machst du mehr Damage als den Midlaner gefühlt. Ich habe in Korea einfach die ganze Zeit Kammer Mitte gespielt, weil es einfach die Map laufen und Damage machen und einfach Fistfighten für Botlane so okay war. Ja. Mit Samira Draven Meter war das. Sehr disgusting eigentlich. Das hätte ja auch ein guter Fight sein. Gragas wird nicht mehr Botzeit sein. Ja, Gragas ist ja. Stop. Ja, wir können schon fighten. Ich hatte zwar eine Boots, aber. Ja, ja, ich würde es auch sehen. Ja, wir sollten Wave noch ein bisschen dünnen, ne? Ja. Hier nach vorne laufen nochmal hier. Ich guck, ob sie mich sehen, ne? Aber ich bin da. Ja, nice. Wenn ich dafür flashe, ich kann auch Ash exhausten. Wenn du flashst, war okay, maybe. Okay, ist nicht gut. Nein. Ist gut, die Wave ist nice für uns. Mein ich hab Ultimate jetzt, das heißt, wir müssen nur nochmal richtig Ash lassen. Ah, Flash mit E auf die Rauch. Time to make a stand. Wir haben exhausted und geflasht, ne? Ja. Also die müssen super aufpassen, weil ich hab immer Ult jetzt. Wenn du willst, sure. Ja. Ich hab Win von uns 2. Hat er sich gejoinkt einfach. Ey, Specki-Maschine, nice. Auch mal wieder da. Nein, nice. Specki. Kurz mal ein bisschen XED posten. Oh. Ich hab nichts mehr, ich hab gar nichts mehr. Hat er noch Flash? Der hat noch Flash. Ja. Ja. Was? Das tötet mich? Mal besser, aber du kriegst den.
Oh, okay, du kriegst sie nicht. Die Wave ist okay, though. Soll ich sie so lassen? Ich würde sie so lassen, denke ich. Ja, okay. Ja, ich auch. Sieht feinisch aus. Oh, ich specke ihn. Ein Flash mehr auf ihn. Ah, mein Bad, okay, nice. Ja, ohne Flashes können wir das jetzt ultra gut schwingen. Ich würde die ganze Zeit raufgehen jetzt. Der hat kein Mana mehr, ja, aber klar, das kann ihn peelen eventuell. Okay. Ich hab noch Flash. Die ist doch halt, sollte leichter sein. Nice Spotzeit. Dieses Double Hail of Blades ist verrückt. Aber ich find's auch cool, ein bisschen auch, weil ich finde, sowas zu sehen, wie spät das erst Meta geworden ist, wenn es schon Ewigkeiten lang möglich war, ist echt interessant. Wie damals mit Arden Sensor auch, dass er Monate zu spät quasi entdeckt wurde. Arden Sensor war auch so crazy. Ja, das war schrecklich. Das war so crazy, das habe ich auf Worlds gespielt, das war so insane. Der World Patch war quasi der erste Patch, wo es entdeckt wurde. Und das war so anvendend. Das war literally crazy. Kennt ihr doch das Zyra-Run-Trick Nigel auf Europa? Der hat es immer schon gespielt. Der wusste das. Er und sein Bro Barcode AD. Geile Zeit. True, die hatten so lange gesmurft. Vorsicht. Wird Drake gekillt. Ja, ist super low. Web Collapse und Bouncen wäre der Traum. Nice. Ja. Oh, der ist hier immer noch. Wow. Ups, disconnect. Okay. Das war jetzt auch nicht schlecht, wir spielen das gut, die beiden. Ich kann das nicht mehr für deinen Stunt flashen, ne? Oh, nice. Also wenn du ein bisschen nach vorne kommst, flashe ich für deinen Stunt. Okay. Und das wird aber wild mit der Absprache. So. Ja, das scheint. Liegt ja nur an mir. Du machst deinen Stun halbwegs nach vorne und ich kann dann flashen, wie ich will. Ah, jetzt kommt es durch. Nice. Ja. Garius kann gerade alles Botzeit machen. Okay. Also versteck mich hier. Wir warten auf Windwar, so 30 Sekunden oder so. Ja. Bin ich auch mit Source wieder ready. Ich bin in Position. Sieht geil aus, I like it. Sind nur 4 CS Point, ist eigentlich ganz gut gelaufen mittlerweile. Ja. Ash hier. Oh nein, ah, schade. Kein Flash mehr auf dem 6. Ist nicht schlimm. Wenn er nochmal vorläuft. Okay. Keiner holt Kragas. Der ist irgendwo hier oder so. Oder Space Gun. Nee, nicht. Eyes on the horizon. Ist PvP retired? Ich weiß nicht, glaube. Der Ultimate war erst, glaube ich, schon. Ich glaube, der wollte ja jetzt das Jahr quasi. Du kannst doch mal bleiben. Ich mag sie wieder, wo noch kein Support gespielt wurde. Nach ja, Shiva. Einmal kurz Midlane. Der hat nicht Speckmann. Der muss auch jetzt aggressiv spielen, sonst. Speckmann PP Coffee. Hier? Ah, okay, warte, ich hab gewartet. Ich hab Schärf. Ja, kein Jump, aber ich spiel einfach raus, denk ich mal. Und dann. Kannst du mal kommen, der hat keinen Jump. Der ist ein bisschen crazy, oder? Okay, ich komme. Ja, das trifft auf jeden Fall. Hat kein Flash. Ich warte auf deinen Snare und dann stun ich ihn jetzt. Oh, bist du ready? Sag ich mal, yeah. Okay. Vielleicht Level 6. Wann hast du Snare wieder? 3. Das sind auch beide Level 6. Ah, da. Hat kein Kuhmann mehr, oder was? Kein Flash, Gargas. Wollen wir gleich rein Flash? Ja. Keine Ash Ult, nur mal so, keine Ash Ult. Haben sie nur halt abgefangen? Ah, ist nicht gut. Kein Damage. Ich hab Stun wieder. Ich hab noch Exhaust. Ich guck auf Ash ein bisschen. Ja, der Pink Ward, aber keiner sagt über meinen E, der insane war. Komm, Junge, komm genug. Perfekt getimed. Komm. Alter, das war nicht ein Turnaround. Geil. Das war insane. Das war echt insane. Einfach geil ist das, weißt du, wie es ist? Geil ist es. Geil. Nice, man. Gold? Wait, ist das nicht der gleiche von eben? Das ist doch der gleiche von eben. Jedes Mal in jedem Game kommt der Elektro. Der ist doch nicht Gold. Der ist Dia 1 in Solo-Q. Einfach geil. Und Grandmaster in Flex-Q. Nice, man, richtig gut. Welches E? Mein E? Den Error habe ich gar nicht gesehen. Auf sein E, Counter? Ich glaube, der hat Midlane geholt. Die hat Midlane geholt. Ah, okay. Die hatte es nicht ready, hat es nicht ready gehabt. I see. Ich habe nur auf Varus Ult geachtet, die haben wir geblockt bekommen, aber. Er Schuld kam wieder Mitte, hat sie wieder down, wieder cooldown. Nice. Aber sie hat jetzt Flash, wir haben kein Play mehr. Ja, ich habe auch Flash, ne? Also ich kann auch flashen. Warte mindestens auf meine Ult. Ja, wenn du Knocker passt und Ult, dann flash ich meinen Stun rein und dann kannst du nach dem Stun ulten. Ich kann auch den ulten, wenn der jetzt greedy läuft. Können wir den killen?
Look after him? Wir haben sehr gut mit Waves gemacht. Wave ist super für mich, ich chill hier. Ja, Wave ist insane. Ey, ich will dir den lassen, aber ich brauch das Gold. Kannst Harrod machen? Harrod? Vielleicht? Ja. Okay. Wardlane ist spannend jetzt. Ich setze auch mal eine Lane Ward. Oh, das killt mich. Kann hier reinflashen, ne? Aber ist noch sehr far. Kann noch einfach halten. Ich denke auch. Kein Info auf Varus gerade. Ich muss hier in Midlane gehen danach und noch den Turm deffen, sonst glaube ich nimmt den jetzt hier sogar, ehrlich gesagt. Nehm den. Nehm nicht. Vorsicht, der Ash Varus könnte Mitte hovern. Die parken gerade auf ihren Bounce hier unten. Ich nehm Cannon. Wir haben Draco 5. Six muss basen. Ich würde einen Reset in der Dunkel wegschwingen. Hast du Demonic? Ja. Geil. Okay. Ash ist Mitte. Der Harpo schon. Oh, fuck my life, man. Varus diven? Ja, auf jeden Fall, wenn du allein bist. Danke dir für die Ult. Ich kann das reinflashen. Alter, ich muss jetzt hier wieder basen. Ich muss eigentlich eine Wave nochmal greeden. Wir haben keinen Entwurf Kragas, wir sollten nicht reinflashen. Der gibt ab. Das ist so sad. Ich jetzt hier basen. Kragas, geht raus, 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 raus. Ja. Wird gefightet aber, glaube ich, oder? Ich glaube, wir überleben. Ja. Ich kann halt long TP'n auf Turret, aber mehr kann ich machen. Der wird raus. Nice, schön, der kann nicht auslösen. Sehr geil, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Wie traurig das einfach mal klingt. Ich kann auf TP auf den Turret. Nee, ja, ich jedes Mal. Mit Drake, ich spiele jetzt Drake. Wir sollten testen. Ja, würde ich auch. Ich habe keine Ult. Nee, ich hab Ult ab. Da müssen wir jetzt schwierig, weil Six kann jetzt, machen wir nicht. Six kann jetzt basen und TP'n und ich kann das nicht. Also ja, dann lass dich fein. Also Drake, das ist okay. Er ist sogar noch gestayed mit 0 Mana, also ihr seid sogar... Ah, nein, nice. Ich muss nicht risky. Lass hier einen kleinen cheesy Botlane durchbringen, wenn's geht. Warum geht Ace? Max, wenn der Ace durchzieht, pushen wir hart. Ja, ich glaube, er blufft. Dann kann ich Harrod. Ich glaube, er blufft. Six hat auf jeden Fall TP okay, ready. Soll ich Harrod botchen? Kannst du machen, ja, er ist nicht blatt. Kannst jetzt schon spawnen einfach, bis er da ist. Ich glaube, die Fels runter. Oh mein Gott, ein Arrow. Oh. Zack, Bro. Ich hab Uldam, ne? Ja, mit Maokai? Oh ne, ist mein. Lass auf Plätzchen, ist mein. Alles gut. Ich hab wenig Mana, ich will nicht mehr fighten wollen, ne? Ja, ich hab gerade geintet. Das war best, leider. Lass mich sterben. Ja, mach ich. Scheiße. Willst du hier mal einmal reinlaufen? Mal. Auf ihn? Ich kann ihn. Er hat kein Dubby mehr. Der wird rauslaufen müssen. Ich ulte auf ihn, Wir brauchen den Kill auf jeden Fall hier. Oh shit. Boah. Die macht gut Damage, aufpassen. Ich glaube, die hat gleich wieder Arrow Boys. Richtig. Mach noch ein Q. Wie lange hast du Q? Okay. Ich laufe. Der Arrow. Oh mein Gott, nein! Scheiße. Aber geiler Dodge. Der Dodge war sexy. Oh, was denn? Du hast mehr Mana. Oh, Gott, nice, Batman, das war geil. Nee, das war. Ich hab's versucht zu dodgen noch. Ich hab's ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass du da den W ist. Das war aber gut gemacht von dir. Kein Flash oder um 6. Oh, schade. Ich werde das ganze Game Sideline bleiben wollen und mit TF spielen, weil ich kann nicht wirklich Mitte gehen gegen deren Champions. Ich mach nichts. Ich muss sowieso Wave clearen. Ich muss sowieso einfach nur Wave clearen und versuchen, wieder back ins Game zu kommen. Ich bin richtig behind. Yeah. Ich bin ziemlich stark, wenn ich mit Laren den spielen kann. Auch gegen 6, denke ich, habe ich mit 4 Level hinter ihm. Also ich brauche auf jeden Fall einfach ein bisschen Zeit. Ich denke mal so in 2-3 Minuten bin ich online. Wenn wir so lange einfach versuchen können zu stallen. Bis zum nächsten Dragon bin ich, glaube ich, ganz recht stark. Oh, die fuck, der Blue hat der Broad Damage. Der macht heftigen Schaden, der 6. Ist Morales, der 2. ist jetzt gut? Was meinst du? Nein, das ist doch nicht so. Ich find's. Ich kauf's immer noch eigentlich ungern, aber es ist auf jeden Fall besser als zuvor. Ein bisschen Magic Pen ist schon ganz cool. Gegen so viele Squishies wahrscheinlich. Was auch nicht Shadow Flame, ha? Ja, genau. Ich glaube, die anderen sind halt ein bisschen effizienter. Aber klar, wenn viel Healing dabei ist, denke ich schon, dass nice ist. Lol. Seit wann hat das Magic Pen? Ich bin ja komplett verloren.
13-1-B, oder? Oh, Airshare auch nicht. Ja, ich hab die getauscht. Ich hab jetzt Rapid Fire Cannon, also ich bin jetzt echt strong. Ich lass dir mal Blue stehen, ja? Ja, das wäre nice. So, außer wenn wir was machen, Tolkien, oder soll ich dich ja lassen? Also eigentlich musst du eher Mitte spielen, als zu mir kommen, ja. Also im Endeffekt, wir wollen eigentlich Mitte halb pushen und dann will ich auf die Sideline ulten, wenn der Six da ist und wir killen ihn einfach auf der Sideline mit mir. Genau. Mhm. Aber der wird immer First Move, also ist nicht so leicht mitzubringen. Genau, aber ich glaube, ich kann das 50-50 pushen jetzt mit dem Item. Ich brauche nur Tarik neben mir und ich 50-50 push das. Ich bin sowas von neben dir. Hab er gerade Topside? Six move zuerst mit dabei. Ne? Gragas auch Topside. Six ist right hier. Ah, das ist gut. Okay. Die haben gerade Six. Achso, der Gragas hinter dir. Glaube ich nicht so gut. Wir haben gerade alles benutzt. Ash ult, Varus ult, Six ult. Gragas ult. Doch, die werden ja mit den Turm nehmen, ne? Nee, ich kann's Wave nehmen mit noch einem Q. Ich hab Harpo-Sport dann einfach. In any case. Irgendjemand 5? Die haben auch ein bisschen gegrieft. Ich hab hier auch diesmal den Push-Mittel bekommen. Hol auch deine Ping-Wort hier. 6 TP. Ich schieß halt nochmal für Drake. Ja, ich hab keine Ult-Up für Drake leider. Nicht so bad. Ich hab Ult-Up. Also, wenn wir nicht vorher Stun-Cut oder Jace-Poke haben, es wird sehr hart zu contesten, ja. Ne? Oder Zappling-Poke, wenn wir das Areal also dominieren dürfen. Ja, das ist jetzt einfach. Ich glaube, ich TP-Bot, push schnell raus, damit wir Botlane auf jeden Fall gepusht haben. Ich bin Zapplings. Ey, du bist auch wirklich unlucky. In deinen beiden Marokka-Games ist eine Turn-Map. Arme Sau. Oh, Arrow raus. Ash Arrow raus. Powering up. Okay, ich sitze noch Wards, wo ich setzen kann. Einfach nur Sapling spielen, nicht engaged werden, wenn ihr könnt. Die werden hart engaged auf euch. Ich kann die auch nur blocken, aber das ist schon egal. Dann müssen wir einfach aufgeben mit dem Dragon, weil oder wollt ihr das noch weiter contesten? Nein, wir wollen nicht. Nee. Könnt ihr Midlane pushen, so dass die eventuell, dass ihr eventuell Midlane-Turm holt, wenn die auf mich gehen? Ich kann wegulten. Sein, leider. Ich bin alleine. It's rough. Die machen zu dritt? Okay, sehr gut. Ich geh nach Toplane shiften. Ja, ich krieg hier Vision auf die. Die sind alle da. Ja, die moven jetzt runter, ja. Ich starte einfach Harold, weil ich recht bin. Da sind immer noch alle Bots, ey. Keine Airshield mehr. Jetzt können wir Midlane eventuell noch einen Turm holen. Oder halt chunken. Ja, wir haben keine Airshield. Nix kommt jetzt aber. Gragas kommt von dir. Gragas kommt von dir. Ja, wir hauen jetzt ab. Wir haben fast den Midlane-Turm auch noch bekommen. Das war sau gut für uns. Ich glaub. Soll ich Toplane gehen, damit ich wieder anpushen kann? Oder willst du? Also eigentlich sollst du ja Mitte sein. Ich mach nichts Mitte. Die haben Mitte Prior gerade. Ja, ich grad ein bisschen chasen können, kann ich Top-Line-Turm nehmen mit Harold. Ich kann Blue hoppen, um zu schauen, wo die lang laufen gleich. Ja, das so wie jetzt. Ich kann es auch später machen, eine Play. Mit Zeit mit Harold. Ja, gerade ist es zu schwer. Keine Ahnung, wo die sind. Mhm. Ja, die werden hier irgendwo. Irgendwo sein. Pave the way. In der Theorie können die auch noch schießen hier. Ja, der weiß nicht. Das klingt für mich, als würde der in seinem Stuhl sitzen. So. Ich muss den Bot hard pushen und dann so versuchen, wahrscheinlich zu beantworten auf Botlane fast schon. Klassischer Micha Mikro. Guck mal, Toplane, ich mach hier vielleicht. Der Arsch der Welt ist von seinem Mikro auf einmal. Ja, ich lauf durch. Okay, wenn. Gragas auf Raptors. Ist solo. Ash ist Mitte. Die kommen gerade alle hochgerannt. Nach dem Kill oder Flash müssen die Date raus. Weil Baron auch gespawnt ist, das heißt, wir dürfen nicht mehr Leute sterben, das ist wichtig. Ja, ich wurde noch gearrowed, Mann. Holy fuck. Im Dingsens. Ich wurde 6 ulted und gearrowed? What the fuck, that's not good. Brauchst kein Flash. Eventuell brauchen wir Kevin, wenn die jetzt Baron starten. Mhm. Ja. Starten sie schon? Haben sie schon? Und wie ich starte? So einfach können die nicht. Never look back. Nee, die wollen recallen. Okay. Ja, Gragas Space. Ich muss sehr aufpassen, der wird gleich bot den Arrow vom Base, denke ich. Ah, ja. Oh ne, ist nicht besser. Ja, ultest du auf sie? Der hat keine Ult, der Varus. Ich hab keine Ult, also ich bin 15, wie gesagt, wenn ihr mich meint. Nee. Ja, haben wir. Gott, Echt schön.
Gut, ist Demonic dead, oder? Komm, Junge, Ignite. Das ist ein räudiger Tod. Lass Wave noch nehmen. Geil. Yeah. Soll ich mich Botwave zeigen? Und wenn Danke. Die Nährstab- da hat jemand AD Carry-Pickin mit Jace und Tearfuls und dem Splashen, Karas Midlane. Also, ich Punkt kann auch auf den Ulten, wenn du sagst, wir können den killen. Ja, wir können den killen, ich hab Rap-Buff, wir können safe killen. Stunt. 3 Sekunden mein Stun. Warte am besten darauf, jetzt stun ich ihn. Ja, ich kann in 2 Sekunden ihn wieder stunnen. Ja. Eigentlich don't kill him safe, das ist ein Arrow. Ich bin nur die Wave. Ja, ich hab den gerade gestunt. Auf den 6, auf den 6? Ja, ich versuche ranzukommen, wenn du einen noch hab. Was hier? Varus, Varus, Stun. Ja, ja, ich hab Stun drauf. Ich kann Flash Varus, ja, kann Physik. Ich glaube, ich kann nicht mehr machen. Komm auf jeden Fall nicht mehr ran. Ja, ist das wie ein Monster? Ich fand eigentlich nicht wirklich so krass, wie wenig Damage ich gemacht habe, eher dass er mich gewonnen hat. Ja, der hat nicht gut Damage auf mich gemacht. Ja, der Hardskill-Auto-Tech, der hat richtig gepfeffert. Scheiße, mal mit. Warum ein Mittel, glaube ich. Soul. Okay, 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 okay. Hm, ich werde Harold top beschwören und dann für Seela, ich denke. Fuck it. Ich werde auch noch Recoil nehmen jetzt, Chef. Jetzt noch resetten. Ich brauche mal Harry Top denn hier. Und wenn die Mugen können, vielleicht für Priorität spielen mit Maoke Zaplings. Also, wenn jetzt, wie gesagt, wir müssen die mit Zaplings poken und nicht engaged werden. Das ist halt echt heavy, ich weiß, aber das ist unsere einzige Wincon gerade. Also, und ich würde sogar easy sagen, dass wir für den Steel spielen und nicht wirklich für den Fight, weil ich kann jetzt hier 2-3 Türme holen, das ist, wir brauchen das Gold auch und wir hoffen einfach, dass ihr das flippen könnte, den Steel, über die Wall. Wir kriegen hier so viel Gold dadurch. One ist Toplane sogar und ich habe TP, das heißt, ich könnte jetzt 100 TPen. Wir haben also jetzt auf jeden Fall ein Advantage. Ich move sogar, wir haben den Turm bekommen und ich move jetzt halt runter. War das dann Arrow, oder? Ja. Ist der Ohren-TP, ja. Ausschrecken. Raus, nice. Wenn du ein Ultet block ich das. Wir können Post stand. Wir können Post stand. Mach einfach. Ja. Keine Six Ult mehr, nur auf eine Person war die Six Ult. Hast du noch Ornith? Nein, Scheich. Ja. Einfach auch für den Fight spielen, wenn wir können. Ja, ja. Wir für den Fight. Pass auf, der Six. Wir müssen Six. Dann. Well, shit! Was ist das? Ne, hab ich nichts mehr. Den Turm sollten wir trotzdem versuchen zu holen. Okay. Ah, ne, der war aus. Ich hab noch Ult. Oh, da wie es stinkt, Junge. Beastman darf bleiben. Komm von hinten, warte. Keine Ults. Was heißt das? Oh, schön. Der Mann ist so jung. Er ist so jung. Ist auch tot. Oh, nice. Baron, ich glaube, das ist unter Baron Engel. Oder so? Ja, geh Base, ich push das schnell rein und wir gehen müssen Baron hier zu holen. 40 Sekunden. Ich kann nicht sonst hochheilen, ne? Wenn du kein TP hast. Ja. Das krieg ich hin. Denk dann so, Sixo kann ich nicht blocken. Der wird auf jeden Fall rücken. Auf jeden Fall müssen wir das flippen. Ja, for sure. Und ich kann den Six dann, wenn er ranläuft. Also. Die können eigentlich nicht. Ich kann schon turnen, jetzt hier direkt. Einfach auf die Ash oder wollt ihr nicht? Ja. Jemand lockt auf die Ash? Okay, dann egal, dann bleibt einfach weiter da. Ich kann die Zone hier. Ich heile. Ich gebe uns einfach nur Vision, dass ihr seht, wo sie sind. Ich stun den Ohren hier wieder, damit er nicht ankommt. Aber der kommt jetzt. I think it's rough. Ja, wir sind am Nash. Kommt zurück, Nash weiter. Wir haben Nash. Nice. Ich bin wahrscheinlich tot. Nee. Der Ohren hat's geimpft. Ich die Fly noch raus. Nice. Wir müssen jetzt einfach rennen. Der dachte, der kann Leben. Nicht killen, oder was? Stark. Schön. Ich hab Bock, Cheeser durchzumachen. Okay, Bock. Ich sollte jetzt, wir sollten auf jeden Fall 1v1 spielen und ich sollte auf jeden Fall Sideline gehen. Damit ich uns die Pressure holen kann und dann weg TP'en kann oder weg ulten kann. Ich hab keine Lockups mehr. Okay,
Okay, nice. Blue, aufpassen in unserem Jungle. Blue Ups wären gut, wenn wir da welche haben. Für die nächste mit euch langsam pushen. Ich brauch der Pressure vielleicht warten. Lass sie wieder auf Arrow schauen. Erstmal. Ja, ich geh nächste Item Mika jetzt. Aua. Eieieiei. Das sagt ihr aber auch. Burning Soul als Pokémon ist halt auch böse, ne? Wollten wir jetzt hier Rapper spawnen? Ja, kann ich machen. Keine Welt mehr. Aber ich sollte mit 3 Lanes spielen. Wir sollten Jace Top haben. Wir können den Poke nicht matchen von denen. Wie gesagt, 1-3-1 ist eigentlich unser Goal, ja. Die Boven hier so ein bisschen rein. Ja. Können nach Arrow Ausschau halten halt. Ich brauch mit Wave. Oh ja, ich push mal. Alle Bot, 4 Bot. Haben noch keine Pressure irgendwo, also. Ich hab's aber überlebt. Oh, sick. Oh shit, nein, Mann, ich hab's nicht überlebt. Er schuld kam. Warum? Ich hab die Pin hier wieder. Nein, push da. Muss da push, aber wir haben keine Pressure rechtzeitig. Six wird auch die Wave geklärt, wir haben kein Slam mehr. Schade. Suchen ein bisschen Mitte zu diven, wenn der 3 TP't. Wir haben wieder Asher, ne? Die haben es gerade benutzt, aber haben sie wieder ready, ja. Ja, Ornn hat aber auch geultet. So kein Bock mehr ins ganze Game. Mein Damage Taken muss sehr hoch sein. Glaube ich. Ist auch was. Wir sollten auf jeden Fall den Dragon jetzt schon mal anfangen zu kontrollieren mit dem Baron. Immer die Saplings da haben, einfach, dass du nicht wieder einfach AFK bist und Sapling du die machst, damit wir dann den Elder auf jeden Fall bekommen. Ja. Weil der Elder wird das Spiel entscheiden. Ich renne jetzt auch direkt Top Lane und werde das gleich auf der Top Lane nochmal machen. Horn Mitte. Ja, die müssen nicht beantworten, wenn sie Elder spielen wollen. Dann spielen wir Backbanke. Six auch. 4 Mann mindestens auf dem Weg top. Ja, ich bleib jetzt recht weit hinten. Aus Best. Wollen wir auf den Kragas schauen? Ich glaube, es ist schließlich was er denn. Nee, macht aber weiter euer Ding bei dem Dragon. Ja, mein, euer Ding. Ich muss nur aufpassen, weil der Gas ist. Sogar, wenn werden. Die Elder fighten, versuchen wir zu backdown top lane mit JCP. Und versuchen die Gebiete. Naja, der Ornn ist hier halt. Der wird auch TP haben. Ja, maybe Ash. Time to make it. Wenn du die Knock upst, kann ich. Okay. Ich muss nachputschen. Ja, auch mit rein rotieren. I guess wir müssen 5v5 fighten. Ja, wenn ich 1-2 Kombos treffe auf Varus, Ash und so weiter, dann sind die HFHP. Wir haben ja 1 Million Zaplings jetzt schon prepared, also es sieht doch schon not bad aus für uns. Super Combo auf den Varus, ja. Ich catche als alleiniger mit die Midlane-Jungs, weil ich habe die Ultimate. Arrow auf mir. Ich bin da nicht spät. Varus fast dead. Rein. Six hat kein W. Nice. Okay. Komm zu mir. Ich hab die Ash. Backline. Oh, nice. Schön. Fast tot. Ich kann die Vision geben. Auf den Kars. Nice. Ja, der braucht den Raid Boss. Du müsst den Raid Boss killen. Ich kann hochgehen. Ich sterbe hier. Nee, ich heil dich. Nice. Let's go. Nice. Good fucking job. Nice. Auf jeden Fall warten, bis jeder ab ist. Ist auch wichtig. Oh meine Fresse, ist das anstrengend. Ich guck Botlane schon mal an. Die macht den Rest. Ja. Und warten, bis auch unser Yasuo das bekommt. Wir wollen ja, eigentlich, bis jeder das bekommt. Ich glaube, ich bin ein bisschen risky zu kriegen. 10 Sekunden. Echt, habt ihr Angst vor Airschuld? Okay, dann macht's. Ja, ich glaub die. Ich glaub die. Also wie gesagt, die haben eigentlich nichts zum Skillen jetzt. Außer Airschuld. Da kommt sie gerade auch angeflogen. Ja, aber hab sie gefangen. Wie ein Meister. Sehe ich. Regent! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aufpassen, das mit Six soll. Jetzt ist echt nochmal risky, eventuell. Genau. Das wär's. Alter, vor allem wie viel, ey? Einfach mal 2000. Ja, einfach shit. Instant auf 3k gewesen. Alter. Never run out. Baron 30. Auf jeden Fall müssen. Ich hab Michael jetzt. Soll ich einen Zapling einfach einen Kill jetzt?
Also, so von den Videos, die ich gesehen habe, ist das OP. Ja, ist true. Aber. Kommt fast hin. Wenn die in der Midlane sind, würde ich sogar einfach mal auf die ulten. Die sind dann zu cocky, oder nicht? Wir haben eine Maokai Ult von der Seite dann vielleicht auch, wenn es passt. Aber eine Combo von mir und legit einer stirbt fast. Wenn ich die Squishies treffe. Die sind zweimal Bot. Ich könnte auf den Gragas ulten hier. Und schauen, ob ich den Stun treffe auf die Wall. Stun. One shot. Ich mach weiter, können wir? Oh, okay. Das reicht. Baron, oder? Einfach Baron. Komm zu mir. Ich hab Dash. Nice. Okay, dann lass weiter pushen, oder? Ja, wir machen gleich mit Big Wave. Ich heil hoch. Jede Stun-Card, ich kann gleich auch reinkommen mit Flash. Ich versuch gleich den Six zu. Ich kann den, wenn ich den Ornstun zu. Das heißt. Hier auf Six. Ich kann nicht auf den sehen. Nice. Das gibt's doch. Ich peel dich. Stun ihn, ich hab ihn gestunt. Ich tanke für dich. Kill ihn einfach. Ich bin tot, aber. Das ist Game. Wir haben keine Wave. Vielleicht Double Inip oder Baron. Nash. Oh mein Gott, was ein Banger. Also selbst Nash könnte die contesten, ne? Gragas ist ab. Ja. Ja, die Ash guckt schon mit. Wir haben sehr gute Wards. Okay. Nee, der Karas farmt mit Land. Also ich glaube, wenn ihr jetzt Rusty Stuff gibt. Gebt ja auch noch Elder, oder nicht? Und noch ja. Dann haben wir noch das. Habt ihr. Ash will kommen. Nice. Stark. And win! Warum unbedingt GA4-Items? Das ist ja so anstrengend. Also ich glaube, wir spielen einfach genauso weiter mit den Settlings, den Stun-Cards und versuchen nicht zu all-in, weil ich glaube, wir werden all-in nicht gewinnen. Ja, einfach poken lassen. Ja. Juhu. Nice. Das Varus und Ash sind hier, das heißt, wenn jemand Botline zeigt, würde ich einfach drauf ulten. Okay. Sprint. Was JSTP? Wer ist was da? Ich gehe mit Wave. Ich darf eigentlich gar nicht so weit. Ich bin recht safe vor deren Engage-Pools. Also wenn die irgendwie gesplittet sind, werde ich das direkt all-in. Just saying. Yeah, drei Mitte. Ich schau mal kurz auf gut Glück, wo der Six ist. Oh Leute, der Banshee ist gekauft, ich bin dumm. Ich hab ihn auch gerade gesucht und nicht gefunden. Aufpassen, ich push Stoplane rein. Ja, die chillen hier hinter der Wand. In Mitte ist gebufft. Dark ist es top, das war's. Alle drei Waves kommen gerade rein, also. Ja, Bot braucht noch. Nein. Das ist fast half HP. Ich hab auch Schlenz oben, also ich bin auf jeden Fall fein gerade. Die kann teleportieren. Ja. Okay. Ash Mitte, Ohrenbot. Varus top. Eine Wave in Mitte. Die kommen jetzt Mitte. Okay. Müssen die nächste Wave langsam zum Slot. Nächste Wave haben wir den Botline-Turm und den Topline-Turm, glaube ich. Das heißt, den Bottom haben wir hier schon. Oh, habt ihr schon, okay. Auf jeden Fall, meine Wave dauert noch. Noch mal so lange. Aufpassen, die müssen jetzt eigentlich in Gragas läuft jetzt top lane. Gragas ist der Einzige, der gerade top läuft. Ja, Varus unten noch. Wir sehen Ornn nicht. Varus top. Wir kriegen Bottleneck. Wenn Ornn uns ulten sollte, dann. Zwei Leute sind oben. Ja. Oben der Turm ist Half-Life. Ja, wir können auf der nächsten Wave Maokai Ult machen, top, und dann kriegen wir den Turm safe. Okay. Die werden müssen eigentlich auf euch im Midlane engagieren. Jetzt. Können sie nicht, ich hab weh. Ja, okay. Wir sind safe. Oben wird auch hart. Also oben wird auch hart für die. Arrow top. Ich hab Glenz, ich bin fein. Ja. Jetzt Maokai Ult oder nicht? Varus Ult. Nice. Können wir Maokai Ult einfach droppen jetzt? Ja. Nice. Aber Inhibitor hauen. Safe spielen. Der Turm, den kriegen wir automatisch. Die wollen also top rein, Gragas keine E. Ich hab immer noch Glenz, also ihr beide müsst ein bisschen aufpassen, ich hab Glenz, ich bin fein. Die hat wieder Arrow already. Ich kann, wie gesagt, das auch tanken für euch, wenn ihr euch hinter mich stellen wollt, also ich hab kein Problem. Lange noch top. Baron? Es läuft, ist ab in 4 Sekunden raus. Ihr könnt einfach reinflashen und einfach Master-Kombo gleich. Wir haben Flash in 2 Sekunden.
Wartet auf die nächste Botwave und dann mal auch gerade durch den Weg. Die haben keine Ulti mehr. Die haben alles benutzt, die haben alles benutzt. Varus Splash. Oh shit, das ist wir müssen hier raus. Ist honestly, glaube ich, nicht schlimm. Wir haben genug Minutes in der Base, um zu spielen. Backdoor Attempt. Ich kann den Blue Wolf schnell holen. Ich kenn's nicht ausdrücken. Ich liebe Vector. DP schon mal hoch und hab ja, dann aber Ult. Gut. Ich nicht so. Ups. Oh, das tut weh, das tut weh. Hat ein bisschen gebraucht, hat ein bisschen gebraucht. Das fand ich geil. Die machen. Ja, ist egal. Jace TP Top Top. Mann älter. Ne, vier Mann. Das TP Top, das TP Top. Wir können die Cancel gegen gleich. TP Top. Ja, ich TP hin. Weiter oben, ich weiter oben. Ich suche auch, ich suche auch. Oh, Junge, der Z-Ash-Ult hat das fucking gesmurft. Fuck mal, Alter. Immer TP von, ist egal, ich hab Elder fighten. Hab gebraucht. Nein, ist schlecht. Jetzt können wir nicht Elder fighten. Ein HP 6. Wenn wir können Jace enden. Jace kann enden, oder? Ja. Ah, noch einmal die Ash abbrechen, Tolkien. Oh fuck, wieder mal. Die Ash ist based mit Elder. Oh nein. Wir haben natürlich noch Flash. Jetzt kommt der Best. Ja, aber ich kann da nicht hinkommen, leider. Flash. Die Ash ist echt so. Was ein Banger ist das hier, hä? Wie geil. Ja, der Elder ist komplett useless. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ja, wir haben TF mit Open Nexus, also das ist auf jeden Fall, die können nicht die Base verlassen. Es ist actually free. Es ist free. Es ist over. Alter, was ein Game. Es ist eigentlich over. Wir können nach FF fragen im All-Chat. Kannst du mal GG schreiben? Baron und einer. Ja, wir preparen Nash mit Zeppling. Und halten TF einfach immer für Backdoor ready, ne? Ach, ja, Pavilion. Würde ich auch sagen. Ich will da aber muss man mit Tumor nehmen. Dr. Matt, den Rasen. Dankeschön für den 3-Morting Resub, by the way. Vielen Dank. Bist ein duftes Tutor. Danke für den Backsend, damit du Jace Light dann TP geben kannst. Ja, das ist eine gute Idee. Mach ich jetzt, nachdem ich mein Item mehr hole. Ja, er hat eh noch kein TP für eine Weile, aber wenn Nash spielen, dann brauchst du das. Ah, das ist ein guter Call. Oh. Eventuell. Oh, nice. Ja. Safety. Ja, ist gut. Zeppling hier einfach nur. Ja, das ist gut, das ist auch gut. Wir spielen ich will mir die kurz einverleiben. Einfach, dann hab ich mein Item und dann renn ich auch direkt auf die Botlane. Ich geh jetzt Base und hol mir das Yellow Trinket schon mal. Kannst auch einfach so sneaky Feuer platzieren irgendwo, weißt du? Ich glaube, ich sollte jetzt einfach loslaufen sogar. Ja, ist besser, als das kann ich so später, ja. Ja, sonst komme ich nicht rechtzeitig zum. Das fein. Die sind so gelähmt auf der Karte, das ist einfach geil. Ja, wir sind alle auf der Botseite, ja. Ja, Six Top. Oh. Ash wird bei uns irgendwie sein. Die ist schon ein geiles Game manchmal, no? Ja, solche jetzt. Ja. Diese einseitigen 15 Minuten Games sind halt nervig. Ja. Damit die P82. Je länger Lash lebt, desto besser für uns, ne? Ehrlich gesagt. Ja, weil null Vision auf meiner Seite, ich muss richtig aufpassen. Ja. Wir sind zwei Leute hier oben. Ich müsste resetten für Wards hier. One ist Botlane. Fein, oder? Ja. Wollt ihr den nicht starten jetzt langsam? Oder wollt ihr weiter. Ja, wir können auch starten so. Also, das ist auch. Okay, also, ich frag nur, weil, wenn die ja da sind zum Contesten, kann ich ja rein ulten in die Base, oder nicht? Ja, ja, klar. Oder ich starte einfach, ich kann auch hinken. Monovision haben. Ihr habt den, oder? Die contesten den gar nicht, kann das sein? 9k, aber ja, der ist. Das war sehr kacke. Dann geh ich einmal Base. Mann, das ist doch nicht so spannend. Na, ich glaube, wenn die halt da hinlaufen, ult ich einfach in die Base. In die ich wollte eine Frontdoor machen. Einfach durchrennen und nächstes hitten. Das klappt legit die nie. Ja, ich glaube, das ist echt gar nicht gut. Inhibs respawnen gerade auch. Die Inhibs respawnen auch, ja. Ja, ist nicht so gut, aber wäre lustig. Ich DP auf jeden Fall Botline und push das mal an. Also wartet einfach auf Poke. Wir müssen einfach das gleiche nochmal machen. Oh, der Ornn hat ein bisschen HP, Alter. Der Ornn ist, ein Monster. Ich push Toplane. Braucht die Ultimate für Vision oder seid ihr fein? Ne, ist fein, ist fein. Eigentlich fein. Alter, noch 6 halt Kataboom auf die Wave. Ash wird raus. Okay, nice. Ash wird raus gerade. Das ist wichtig. Der Bot halt noch Warden. Weil ich sehe den Nexus, Leute. Ich liebe Nexus. Oh, muss mein Banshee. Ich muss. Ich hol gerade den Inhib. Die gehen für mich, aber ich bin fein. Ja, ich hab's gehört. Zweimal top. Okay. Ja, wenn du kannst auch rein Flash WQ und wir töten die, by the way. Wenn immer du willst, wenn die Leute Botlane sehen, ist richtig free. Ich hab den Botlane in die Video schon. Okay. Mach einfach, mach Flash WQ. Go. Okay, one point. Next. Varus dead. Auf den auch hier? Egal auf wen. Muss bloß Flash WQ. Nein!
Nein, Paul! Wenn du nicht Flash mit Qs, dann. Ne? Ich komm hoch, ich hab Ulti noch. Ich werd von diesem Ohr nachher solo killt. Oh! Ich hitte. Der Ohren ist. Ja. Don't think we can end, guys. Ich hab Ulti. We tried. Ah, ich hab keine Ward gestellt. Ich war. Wieso mach ich das nicht? Da eine. Wieso machst du das? Wir haben Double Ender bekommen. Wann hast du Ulti? Wir können theoretisch rein Ulti und die Pink eventuell. Alter! Wir haben keine Sams mehr. Einfach, wenn die so gesplittet sind, du einfach mit mir läufst, Flash WQ, wir kriegen immer einen Double Kill. Ich hatte immer nur Angst jetzt hier. Ja, alles gut. Ich fand's lustig, aber. Nee, wir brauchen jetzt eine Minute Elder. Genau. Junge, TF macht einfach das Spiel so, dass die Gegner nicht die Basis verlassen können. Seit 30 Minuten. Ja. Oh, Mann, ey. Wollen wir hier dann, wenn du Ulti hast? So ein Playbill für die. So, wir machen das gleiche wieder einfach, beim Elder also jetzt aber. Wir gehen einfach für Elder und ihr geht einfach für Finish dann, ne? Ja. Der Ward ist halt leider nur 60 Sekunden. Ich hab eine Ward, alles gut. Ich kann rein Ulti und Warden finden. Okay. Alles gut, Kevin. Beruhig dich. Das ist doch geil. Sei bloß vorsichtig. Ich muss nur halt tierisch aufpassen, dass der Karas mich jetzt nicht snackt mit einer Ashold. Der hat keinen Flash, der Gargonias. Ja, Varus auch nicht. Ja, wir machen also macht einfach eure Sapling Duty. Ja. Ich gehe hier mit dem Sweeper durch. Ah, die werden droppen, Junge. Können sie nicht. Ja, die müssen droppen. Der hält jetzt länger, der zweite Elder. Die werden Elder nicht droppen, oder? Weiß ich nicht. Müssen die, glaube ich. Also geht doch gar nicht anders, oder? Aber kannst, kannst schon jetzt vielleicht, jetzt vielleicht! Nein, gut! Oh mein Gott, AFK Warning! Hey, das AFK Warning? Ja, aber ich bin der AFK in der Base. Ja, so kann doch. Ja, so kann anfangen, oder nicht? Ja, so kann anfangen, oder nicht? Ich will einfach nach vorne laufen. Ihr könnt es die ganze Zeit machen, ne? Ihr könnt es machen. Ich mach's jetzt. Okay, ready? Okay. Wie kennst du die? Ihr könnt einfach machen, ja. Die kommen. What? Wo ist der Ward? Ich hab realisiert, dass ich gehintet habe. Du hast kein Ward? Hier, komm. Ich hab erst ein HP. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ich habe. Also, ich bin erschüttert. Ich hab das Game getrollt. Ihr müsst euch das Game getrollt. Ein Hit auf den nächsten. Renn einfach durch das ein Hit. Renn durch, Kevin. All die Male, die dieser Clip abgespielt wurde. Flash, aber kommst du mir? Räche dich. Ja! Ja! Ja. Oh mein Gott. Oh, Kevin, weißt du, was ich gemacht hab? Ich hab den Busch vor mir geworden, während ich weggeholt bin. Oh mein Gott. Mach doch sowas nicht mit meinem Herzen. Oh Gott. Geil. Kevin meint so Morde jetzt und ich stehe da. Ich hab keine Worte. Du so, Alter, das geht. Aber stark, Leute. Mega gut. Das war witzig. Das hat richtig Spaß gemacht. Und es war meine Promotion zum Master. Ja, es war, also ich glaube, ein besseres Abschlussgame für die Flex-Q hätten wir nicht haben können. Das stimmt. Es war absolut insane. Stark, Mann. Oh. Ja, ey, danke fürs Mitmachen auf jeden Fall, ne? War sehr, sehr geil. Ja, danke für die Games. Danke für die Games, war nice. Auf jeden Fall. Oh, war klasse. Oh, super. Dann bis dann, Latz bei euch, Latz. Ja, haut rein. Ein schönes Wochenende. Ebenso, danke. Gleichfalls. Tschüss. Ciao.